Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 1. Wir sind in Midridge Elementary School, immer noch auf der Suche nach Cheryl. Wir finden nur diese Teddybären, die Harry an seinen Cock streicheln wollen. Ja, ist alles ein bisschen komisch. Ebenso komisch ist der Pianoraum. Immerhin nochmal schon mal den Durchgang. Weil das Piano immer noch verschlossen ist. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Schlüssel. Schauen wir mal auf den Dach. Den letzten Part habe ich ein bisschen überzogen. Aber der hat richtig reingehauen, finde ich. Ach, hier jetzt auch nicht weiter. Er muss nur mal zum Klavier, Leute. Es nützt ja alles nichts. Weil ich bin der Auffassung, dass wir die Schule jetzt ziemlich gut untersucht haben. Haben die Schule gut untersucht. Das einzige Rätsel, was nicht gelöst ist, ist halt das Klavier. Ups. Bin ich schon wieder ein zu weit gelaufen. Das passiert, wenn ich mal einmal zu wenig auf Karte schaue. So. Bin ich hier richtig? Oder richtig falsch? Hier bin ich richtig. Wir müssen zum Klavier. Vielleicht war der Schlüssel ja auch die goldene Medaille. Die wir da in den Uhrenturm eingesetzt haben. Vielleicht ist er dadurch aufgegangen. Who knows? Warum ist diese Musik schon wieder so verstörend? Nee, hier war nur die Katze. Die Gatze. Wo war denn jetzt der Musikraum? Hier. Da war der. Ja. Zwar gibt's hier das... Oh mein Gott, der Flügel ist auf. Wir können das Rätsel lösen. Okay, um das Piano zu öffnen, muss man wahrscheinlich nur die goldene Medaille einsetzen. Gott, diese Zeichnung. Jesus. Wolfgang Amadeus Mozart. In Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der Giga Pelikan. Pecht auf die Belohnung. Weiße Flügel flattern. Genau, man muss hier nämlich zwischen den Vögeln unterscheiden, weiß und schwarz. Manche Vögel sind weiß, Taube ist eigentlich auch eher grau. Was zählt hier jetzt weiße Vögel? Manche sind halt schwarz. So, und das sind dann die weißen und die schwarzen Tasten. Stille Taube flog weiter als der Pelikan. Der Pelikan hat schon Bock auf seine Beute, ist wahrscheinlich weit geflogen. Und die Taube sind noch weiter als der Pelikan geflogen. Der Rabe noch weiter als die Taube. Der Schwan ist noch undefiniert, der ist nur neben einem anderen Vogel. Ist natürlich auch weiß und die Krähe ist schwarz und muss wahrscheinlich relativ am Anfang sein. Weil sie schnell zum Stehen kommt und einnickt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ach, das ist infamös, Leute, dieses Rätsel. Ist echt schwierig, das. Aber ich kenne es zum Glück noch ein bisschen. Auf einigen der Tasten ist Blut. Man muss erstmal von den Vögeln auf das Klavier kommen, was ich schon mal relativ schwierig finde. Und wenn man das weiß, ist auch das meiste eigentlich schon geschafft. Deutet das etwas? Soll das Klavier überprüft werden? Ich glaube, beim blutigen Tasten müssen wir auch spielen. Ja. Also. Und wahrscheinlich in der Reihenfolge, ne? Der Pelikan war so geil auf die Beute, dass er relativ am Anfang gelandet ist. Könnte der ja sein. Oh yeah! Harry Mason wird der nächste Wolfgang Amadeus Mozart. Das ist so ein typisches CDI-Rätsel. Auf dem Philips CDI gab es sehr viele Adventure- und Rätselspiele. Und ja, sowas wäre jetzt so ein typisches Rätsel. So, was auffällig ist, manche geben wirklich Töne ab. Es hieß ja in dem Gedicht, die stillen Vögel. Sprich, die Tasten, die Töne abgeben, können wir komplett ausschließen. Und das war nämlich der Punkt, was ich damals nicht verstanden habe. So. Es gibt nämlich Punkte,
Oh. Ja. Hier, der macht zum Beispiel keinen Ton. Bedeutet, das ist wahrscheinlich die Krähe. Weil die bleibt sofort stehen und pennt sofort ein. Ergibt ja auch Sinn. Das ist die erste schwarze Taste, die wir auswählen können, und das ist die Krähe, die sofort einpennt. Krähe ist aber Nummer 5. Jetzt wissen wir schon, dass die Krähe ist. Ja, okay. Eins davon ist dann der Schwan, weil er neben jemandem steht. Und ich würde schlussfolgern, dass das der Rabe ist. Nee, ist nicht der Rabe. Oh, ist das kacki. Gut. Wait, das kann auch der Rabe sein. Tatsächlich. Denn ist das die Taube, das ist der Rabe, das ist der Schwan, das ist die Krähe. Was haben wir noch? Pelikan. Der Pelikan ist auch nicht so weit geflogen, es könnte der sein. Ja. Okay. Bedeutet, Pelikan war Nummer 1, dann die Taube. Ich hoffe, ihr könnt den ganzen folgen. Das Rätsel ist wirklich tricky und schwer. Aber ich habe das, glaube ich, ganz gut erklärt. Es gibt halt 5 stille Tasten und 5 Vögel. Wir müssen die Tasten den Vögeln zuordnen und in der richtigen Reihenfolge spielen. Pelikan war der erste. Nicht weit geflogen. Deswegen ist es eine der ersten Tasten. Und ist auch die erste stumme Taste. Bedeutet, das hier ist ein Fakt. Dann kam die Taube. Der Rabe, der sich cool fand und irgendwie über der Taube stand. Dann kam der Schwan, der in Gesellschaft sich gerne befindet. Und zu guter Letzt die Krähe, die sich hingesetzt hat und sofort eingenickt ist. Guck, gar nicht mal so schwer, wenn man es weiß. Wenn man es weiß. Ich finde das Rätsel eigentlich cool. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei vielen hier schon der Playthrough sein Ende nahm. So, diese Silbermedaille müssen wir natürlich auch im Uhrenturm einsetzen. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt der Teddybär. Und ich glaube, dann kann man zu dem Boiler Room. Beziehungsweise dann geht der Strom an. Dann kann man daraus bewirken. Ach, Kenners. Ach, das ist nur der. Ja, die sind irgendwie so Geister von SchülerInnen. Aber wir sind ja immer noch 2F. Die einen absolut nichts tun. Die immer nur so niedliche Sounds machen. Den will ich auch für zu Hause. Der ist so knuffig. Trotzdem, immer wenn man denen begegnet, geht die Musik sowas vorab. Ich weiß auch nicht, was das soll. So, 1F. Genau, 1F ist nämlich in Amerika. Das Erdgeschoss. Och, Kinders. Och, Kinders. Echt jetzt? Wie sieht's lebenstechnisch aus? Ja. Kein Dorf, okay. Ja, geht schon wieder hier an der Eier. Schön den euren Kott wieder befummeln. Wenn ihr Würstchen wollt, dann ist Harrys Würstchen nicht das Richtige für euch. Mann. Der andere hat keinen Bock mehr. Ich krieg eh nichts ab. Ich glitsch mich lieber in den Schrank. Ja, ich bin gleich tot. Schau mal, wie gesagt, ne? Das Spiel ist echt schwer. Wegen der Steuerung und so auch. Nee, 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 nee. Du stehst nicht auf. Nice try. Vielleicht ein andermal. Oh nö, ey. Diesen Sound schon höre. So, hier geht die Musik wieder komplett ab. Ey, das ist Akio Yamaoka, ne? Dieser Soundkomponist. Puh. Ich möchte nicht wissen, was der zu sich genommen hat. So, hier haben wir schon die goldene Sonne eingesetzt. Und jetzt haben wir natürlich noch das Silbermedaillon. Das muss hier eingesetzt werden. Aber ich glaube, der Uhrenturm wird trotzdem nicht angehen. Wird trotzdem nicht funktionieren. Ein silberner Mond. Können wir mal schauen? Ihr hört, ne? Es
rappelt richtig. Zeiger sind noch 5 Uhr stehen geblieben. Ich glaube, jetzt muss man tatsächlich in den Keller gehen. Och, Kinders! Was ist das denn? Ist so ein Kinderüberraschungsei oder was? Wie kann ich dir helfen? So. Mann, sind die nervig. Ja. Okay. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ja, so einen lustigen Bug hat die auch noch nicht. Ja. Ich kann nicht mal Pause drücken. Das Spiel ist eiskalt abgeschmiert. Ja gut, dann sehen wir uns an den gleichen Stellen nochmal. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Ich gehe jetzt einfach woanders raus. Fertig. Gott, diese Musik. Oder sind jetzt hier auch neue Gegner aufgetaucht? Bitte nicht. Bitte nicht. Was war das für ein lustiger Spielabsturz? Ich reg mich so halt diese Teddybären auf. Terry immer so. Ich muss ihn töten. Ich muss ihn töten. Es war ein neues Silent Hill Ending. Hill Mason ist wahnsinnig geworden. Sein ganzes Leben schlug er nur auf den Teddybären ein. Das geht immer noch nicht auf. Aber wollen ja auch hier an. Der Beule. Guck, jetzt leuchtet das nämlich. Wie auch immer das alles miteinander zusammenhängt, die Schule ist mysteriös. Guck, jetzt geht das plötzlich. Absolut strange. So höre ich mich morgens auf nach dem Aufstehen. So höre ich mich morgens dann. Ja, die Goldmedaille ist wichtig dafür, was das Piano angeht. Die Silbermedaille ist dafür wichtig, dass der Boiler angeht. Der Boiler ist wichtig, dass wir in den Uhren turmen können. Strange, aber so ist es halt. Genauso strange wie diese wunderschöne Kameraführung. Guck mal, wie er läuft. Ich mach den Moonwalk. Mike Jackson. Beat it, beat it. Okay, lassen wir das. Smooth Criminal. Okay. Wenn es jetzt allerdings nicht in den hässlichen Uhrenturm geht, dann weiß ich leider nicht weiter. Bisschen klein für dich, ne? Oh nee, wir kommen rein. Und ihr seht, die Umgebung verändert sich schon wieder. Und es kommt schon wieder diese Alarmsirene. Oh shit, Leute. Und ihr wisst, wenn die Sirene kommt, verändert sich die Welt komplett. Keep out. Was macht Harry Mason? Er denkt so, oh, komm mal reinschauen, ne? Oh, einmal gucken. Oh. Und jetzt sind wir... Wo sind wir jetzt? Where am I? Die Frage habe ich auch gerade gestellt. Have I been here before? I don't remember this being here before. Das für ein komisches rituelles Zeichen. Leute, was ist das denn? Sind wir... Hört ihr das im Hintergrund? Das klingt wie eine Black Metal Band. Das war Let's Play Silent Hill. Die Musik. Die Musik macht das Spielgefühl, Leute. Wäre hier nicht so eine verstörende Musik, dann wäre das Spiel auch nicht so schlimm. Ja, wir sind in der Schule. In der satanistischen Schule. Jetzt hat sich jetzt alles verändert. Und hier sind wieder Teddys. Und ich habe mich nicht geheilt. Ich werde sterben. Oh nein, fuck my life, fuck my life, fuck my life. Das sieht noch ganz gut aus. Fuck my life, fuck my life, fuck my life. So.
Ihr krabbelt nicht meinen Schwanz an. Harry, ey. Ganz ehrlich, du stehst doch langsam drauf. Wenn du mal ehrlich zu dir selbst sein würdest. Zeig Bock auf Black Metal. Danke, Spiel. Ja, was war das? Ching, 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 wow, ching, ching, wow. Bester Soundtrack der Videospielgeschichte. Boah, ich muss echt sagen, der Soundtrack hat es wirklich in sich. Teilweise noch krasser als bei Silent Hill 4. Silent Hill 4 gab es auch diese Momente, wo der Soundtrack komplett verstörend war, aber das hier ist echt. Puh. Oh, ja, ein Ventilator bei der Hitze. Falsch gebaut, nehme ich im Real Life auch an. Oder denkt ihr, ich kann mit Magie meine Haare zum Wehen bringen? Ja, wir sind jetzt in der Albtraumwelt. AKA Anderswelt, Otherworld, wie man es auch mal bezeichnen möchte. Da wirst du als Silent Hill Let's Player, Let's Playerin immer gehatet für. Egal was du sagst. Wenn du Anderswelt sagst, sagen die, ja, es heißt immer Albtraumwelt. Und wenn du Albtraumwelt sagst, kommen Leute und sagen, es heißt immer Otherworld. Von daher, die andere Albtraumwelt. Machen wir eine Kombo raus. Und ja, die haben immer Ventilatoren und aufgehängte, fleischige Monster da hinten lang. Es ist immer sehr verstörend. Die Silent Hill Spiele, die ich Let's Played hatte, hatten ja alle keine Albtraumwelt. Silent Hill Origins hat die Spielwelt. Silent Hill Shadow Memories hat diese Eiswelt. Und Silent Hill 4 war Silent Hill 4. So, generell strange. Hatte die Albträume von Walter Sullivan, wenn du so wollt. Da hängt deine Puppe? Das denn ja? Kaugummi! Da ist ein Gummiball. Ja, Kaugummi, habe ich ja gesagt. Und irgendwie Untersuchungsspielzeug. Aha, haben die Kinder schon untereinander Ärzte gespielt oder was? Doktorspielchen unter Kindern. Oh no! Wie pervers. Gott, diese Welt ist so verstörend, ne? Die hat so einen kalten, eigenartigen Touch. Oh nee, was bist du denn? Ein Kellerassel oder was? Oh, der knabbert immer an den Beinen. Was soll das denn? Die sind ja doof. Der knabbert immer einmal am Bein und dann haut er wieder ab. Gruselig finde ich die aber nicht. Hier hängen einfach Fleischhaken. Boah, die Musik schon wieder. Weil mir denkt, der Akira Yamamoka, der den Soundtrack gemacht hat, hat einfach seinen eigenen Kopf gegen die Wand geschlagen. Dann kamen solche Sounds und Monster raus. Weil für das Monster-Design wieder ein anderer natürlich verantwortlich war. Das war nicht der Akira. Wäre auch ein bisschen strange, weil er einen schönen Soundtrack gemacht hat. Oh. Das war vorher abgeschlossen. Ich gucke mal, was die Gesundheit macht. Ja. Das Spiel ist nicht das einfachste Videospiel auf diesem Planeten. War nicht das schwerste, aber... Der heiße Stuhl. Hallo und herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Hier spricht Günther Jauch und willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier auf den Stuhl. Bitte was? Das ist eine Karte mit Bild. Mitnehmen? Ja! Das sind irgendwelche Pokerkarten. Ich glaube, du hast auch ein bisschen zu hoch gepokert, den du diesen Uhrenturm betreten hast. Ich dachte wahrscheinlich auch so, ja, komm mal reinschauen. Jetzt bist du hier. Wie eklig es hier wahrscheinlich auch riecht. Das soll übrigens ein Klassenraum sein. Stimmt, ich erinnere mich an meine Vergangenheit. Ja. In so einem Raum habe ich auch Abitur gemacht. Da war meine Abiturprüfung. Wenn ich was Falsches gesagt hätte im Abitur, wäre ich auch an den Fleischerhaken geändert. Wisst ihr Bescheid? Schule ist grausam. Oh mein Gott. Das Spiel ist echt intens. Nee, Hall wollte jetzt eigentlich nicht rein. Feuer in Hall!
Wir haben schon komische Sachen gefunden. Ein Gummiball und so eine komische Karte. Ach, Kinders, was ist das denn jetzt? Komme ich ja gar nicht weiter. Doch, über ein Courtyard. Will ich dahin mit der Black Metal Musik? Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, ne? Doch, wir können über die anderen Classroom das noch probieren. Ich will nicht zu der Black Metal Musik. Das tue ich mir nicht nochmal an. Das war absolut verstörend. Sag, die Leviathan hört. Ich weiß. Könnt ihr gerne googeln, Leviathan. Black Metal eingeben. Dann wisst ihr Bescheid, was ich meine. Verstörender geht's nicht. Ach, Künners. Immer so viele von denen. Nee. Das finde ich jetzt nicht okay. Finde ich jetzt nicht okay. Ah, drei Stück. Nö. Drei Stück, das finde ich wirklich nicht okay. Nein, mein Timing. Kennt ihr Chinesen Timing? Jetzt kennt er ihn. Dass der Chinese er nie trifft. Ja, ich glaube, ich bin tot, ne? Geh mir weg von meinen Eiern. Das ist mein Krog. Und nicht euer. Ich glaube, der Angriff ist einfach besser. Ich würde nur den machen. Ist einfach besser, Leute. Guckt es euch an. Drei Teddybären auf einmal. Und sonst nichts. Keine Belohnung. Hast ja auch nichts droppen, ne? Das ist so ein Mittelfinger. Ins Gesicht. Classroom. Ja, wunderschöner Klassenraum. Dass das eine Schule ist, das musst du auch dabei schreiben. Ich glaube, ich drücke jetzt erstmal lieber die Schulbank hier. So. Was ist das? Ich glaube, die Sache ist geritzt. Naja, wenn die SchülerInnen mit Mathe Probleme haben, lieber die Wand ritzen als sich selbst, sage ich immer. Ist abgeschlossen. Och, Mensch. Das ist doch nicht schön. Ja, der kommt aus der Wand, habt ihr es gesehen? Knie nieder vor Harry Mason. Knie nieder vor Harry Mason. Oh Gott. So weiter jetzt. Tonico-mäßig. Ja. Werden wir noch ganz viel Spaß haben. In der Albtraumwelt. Da scheint noch jemand zu sein. Trotzdem möchte ich mal hier reinschauen. Hallo. Lass mal eine Runde schlafen. Sieht sehr gemütlich aus. Selbst im Gefängnis haben Schwerverbrecher ein schöneres Bett als ihr. Ach, das ist wahrscheinlich die Infirmary, ne? Ja, deswegen gibt es ja auch so viele Sachen. Da haben die Gegner nichts mehr zu lachen. Ja, Toni, komm. Gut. Ich würde sagen, das war's wieder für Let's Play Silent Hill für heute. Boah, es war wieder interessant. Wirklich. Es war wieder sehr spannend. In diesem Sinne würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Im nächsten Part geht's hier weiter in der Albtraumwelt. In der Schule. Für manche ist die normale Schule auch ein Albtraum. Im Real Life. Ich weiß. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist
eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!